Licht in ihrer Nacht erleben. Das Licht steht dann für so vieles. Das Licht kann dann ein gutes Wort sein. Das Licht kann ein freundlicher Blick sein. Das Licht kann eine nette Aufmerksamkeit sein. Auch hier in diesem Augenblick, hier unter dem Tunnel, kann das Zusammensein vielleicht auch ein Licht sein in der Dunkelheit ihrer Nacht. Ich möchte es Ihnen wünschen, dass in Ihrer Nacht ein Licht leuchten möge. Ein Licht vor allen Dingen auch in der Begegnung mit Menschen, die für Sie sind, wie das Licht. Neulich hat mir jemand mal gesagt, es wird hell, Herr Pater, wenn Sie kommen. Und das Wort hat mich sehr getroffen. Es wird hell, wenn Sie kommen. Und ich kenne diesen Menschen, tiefe Nacht im Leben dieses Menschen, ich weiß es. Und ich war betroffen, als dieser Mensch mir sagte, es wird hell, wenn Sie kommen. Ja, und diese Helle wünsche ich auch Ihnen ein bisschen an diesem kommenden Weihnachtstag, dass ein bisschen Licht aufleuchten möge, auch und vor allen Dingen durch Menschen. Denn auf Menschen erkennen wir oft auch das Antlitz Gottes, das Licht Gottes. Und so wünsche ich also Ihnen allen, ich auch mir selber, denn ich erlebe auch Nächte, ich wünsche uns allen ein bisschen Licht in der Dunkelheit unserer Nächte. Und hier steht mein Kollege neben mir mit einer Laterne und einer Kerze und als Symbol dafür, dass das Licht leuchten möge in der Nacht ihres Lebens, wird diese Kerze entzündet und das Licht wird hier hingestellt. Vielen Dank. Und dann wurde ich gebeten, einfach mal einzuladen, auch gemeinsam hier das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, ich würde sagen, wir machen dann weiter mit der Sängerin Judy. Oh, blind.
Danke mich bei der Sängerin im Namen von dem VfB. Ich übergebe dann weiter an die evangelische, an den evangelischen Notfallseelsorger für Mutmann. Ich habe der Kerze, da steht ein Pferd von den Unheiligen oder vom Grafen, wie man das schon sagt. Wir waren geboren, um zu leben mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Ich denke mal, dieses Lied, der Anfang des Jahres rauskam, ist für viele von Ihnen sowas wie eine Hymne geworden, nicht zu vergessen, eben, dass wir wirklich leben sollen, die hier gestorben sind, nicht zu vergessen, und diese immer in unseren Herzen zu tragen, mit sich zu tragen, egal wo wir sind, auf jeden Schritt und Tritt, dass wir bei uns sind. Pater Hermann hat gerade was gesagt von der heiligen Nacht, in der wir jetzt sind. Ich habe auch auf dem Schild da vorne gelesen, dass Angehörige nicht mehr Weihnachten feiern können. Wenn ich Ihnen jetzt wünsche, dass Sie wieder lernen, Weihnachten zu feiern, nehmen Sie es bitte als ganz ehrlichen großen Wunsch auf. Heute Nachmittag in einem Gottesdienst war ein Pferdsbegegnung. Ich sage Ihnen den mal, der hört sich etwas kompliziert an, aber ich denke, das ist genau das, womit Sie beschäftigt sind alle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was sich so unheimlich kompliziert anhört, ist eigentlich ganz einfach. Nicht verloren gehen. Leben soll nicht verloren gehen. Hier sind 21 Leben verloren gegangen und viele Leben drumherum auch. Die denken immer noch, dass sie jetzt verloren sind. Weihnachten bedeutet auch, dass Gott diese Welt nicht verloren hat. Darum kam er in diese Welt. Kein von uns, egal groß oder klein, wie auch immer, gibt er verloren. Und es ist auch da ganz egal, das ist auch mein Glaube, ob ich jetzt die Christ bin oder wer weiß wer, dass wir bei ihm aufgehoben sind. Er will uns alle wieder zu sich zurückholen. Er will uns seine Heimat geben. Auch das bedeutet Weihnachten. Mein größter Wunsch an Sie ist, auch wenn es wahnsinnig schwerfällt, irgendwann, irgendwie, wieder etwas Weihnachten feiern zu können, aber immer auch die Erinnerung und die Gedanken an jenen im Herzen zu haben, die Sie hier verloren haben. Denn wir sind eben geboren, um zu leben. Und das finde ich so stark an diesem Spruch, mit den Wundern jener Zeit. Und wenn wir wieder lernen zu leben, dann kann das auch ein kleines Wunder sein. Aber niemals darf uns dabei vergessen. Und wenn das gelingt, dann sind wir zusammen, bis in alle Ewigkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen an diesem Tag, an den kommenden Tagen. Und ich möchte Ihnen gerne auch Gottes Segen zusprechen. Dafür bitte ich einfach mal jetzt, dass auch die Kerze da eingestellt wird, wo sie hingehört. Der Gott der Liebe und des Lebens, er segne und hüte euch, er wache über euch und beschütze euch auf Schritt und Tritt. Er schenke euch die Gewissheit, dass ihr niemals allein seid und dass keiner von euch verloren geht. Niemals, euer Leben lang und darüber hinaus. Er schenke und gewähre euch, unser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja. Ich muss ja aber leider trotzdem noch was loswerden. Ich danke der katholischen und auch der evangelischen Kirche fürs Kommen, weil ich habe seit 2 Wochen gekämpft, jemanden zu bekommen, aber das wurde von dem Stadtdechanten Hücking massiv unterdrückt. Deswegen geht mein besonderer Dank den beiden Herren, die trotzdem gekommen sind. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon an die kleine Fabienne. Sie wollte, glaube ich, ein Stück darauf lassen. Gesehen, Entschuldigung.
Tag umlaufen die Himmel, die Erde, das Wasser, den See, die Tiere am Lande, die Fische im See, ein Kreis in der Erde, grün, mehr, blau und rot, die Blumen, die Wälder, wir freuen uns Gott. Amen. Jetzt haben wir leider immer noch das Problem, dass dieser Kanzler nicht da ist. Ich will die Kanzlerwiederholung.